Pistolen im Anschlag, deren Läufe auf Sondre und Marius zeigten, nun auf Frederik und Christopher schwenkten. Danach kamen weitere Soldaten, die sofort begannen, die Räume des Museums zu sichern. Feindfrei, erklang es nach und nach, woraufhin ein Soldat mit Funkgerät etwas in den Hörer murmelte. Wenig später hörte Christopher über das Platschen des Regens erneut Schritte auf der Außentreppe. Ein Mann mit Glatze und blassem Gesicht betrat das Museum. Er blieb stehen, sah sich um, als sauge er die Aura dieses Ortes in sich auf. Christopher widerstand der Versuchung, die Fäuste zu ballen. Die Steintafel werdet ihr nicht in eure dreckigen Finger bekommen. Dann gefroren seine Gedanken, als der Glatzkopf ihn ansah. Augen so dunkel, dass man die Pupillen nur erahnen konnte. Sie waren wie Murmeln, kalt und leblos. Der Mann kam auf ihn zu, langsam, seine Schritte kurz, fast ein Watscheln. Christopher Anderson, nehme ich an. Die Stimme jagte Christopher einen Schauer über den Rücken. Ungeachtet dessen, dass der Mann leicht näselte und auch der Rest von ihm nicht sonderlich ehrfurchtgebietend wirkte. Die fleischigen Wangen zum Beispiel oder der ins Dicklicht gehende Körper. Dass Sie Deutsch sprechen, macht die ganze Sache einfacher, fuhr der Mann fort. Studium der Kunstgeschichte in Berlin und Paris, danach der hiesige Kurator und Leiter des Museums. Ein beachtlicher Werdegang. Christopher fühlte ein Wühlen im Magen, wie nach schlechtem Essen. Das ist richtig. Ich bin SS-Sturmbannführer Rudolf Krieger. Im Auftrag unseres geschätzten Reichsführers Heinrich Himmler inspiziere ich die Bestände der Museen. Seine Lederhandschuhe knirschten, als er eine auffordernde Geste machte. Nach Ihnen, Herr Anderson. Wie von einer unsichtbaren Macht gepackt, drehte sich Christopher herum und ging voraus. Hinter sich hörte er die Schritte Kriegers und seiner Schergen. Frederik begleitete ihn, und das allein gab Christopher die Kraft, aufrecht zu gehen und nicht einfach niederzusinken. Er hatte sich vorgenommen, den letzten Gang durch sein Museum mit Würde durchzustehen. Aber die Präsenz dieses bleichgesichtigen SS-Mannes brachte ihn aus der Fassung. Lieber wäre ihm ein kerniger Soldat gewesen, aufrecht wie ein Ladestock, mit bellender Stimme und herrischem Gestus, der nur das Kämpfen im Sinn hatte und von Archäologie wenig verstand. Dieser Sturmbannführer allerdings. Schweigend schritten sie entlang der Ausstellungsstücke. Hier und da blieb Krieger stehen und deutete auf einen Helm oder eine Tonvase, ein Schwert oder eine Skulptur. Christophers Anzug klebte schweißnass an seinem Rücken. Der Mann verstand etwas von Archäologie. Leider. Einen Ausstellungsraum nach dem anderen schritten sie ab. Und während der ganzen Zeit sprach niemand. Die einzigen Geräusche die Schritte der Soldaten und ein leises Schaben von Papier und Handschuhen, während sie die von Krieger ausgewählten Stücke mit Etiketten versahen. Den Rundgang erlebte Christopher wie in Trance, und der Schmerz in seinem Knie durchdrang die Blase um seinen Geist erst, als sie sich auf dem Weg zurück zur Eingangshalle befanden. Unbeabsichtigt fing er an zu humpeln. »Geht es Ihnen nicht gut?« sagte Krieger. »Eine alte Verletzung, die ich mir bei einer Ausgrabung zugezogen habe«, sagte Christopher, in dem Versuch, seine Stimme ruhig zu halten. Sie waren an dem Abstellraum vorbei, und weder Krieger noch einer der Soldaten hatte gezögert. »Geh jetzt«, betete Christopher innerlich, »verschwinde!« Krieger blickte ihn unverwandt an. Christopher wurde heiß, doch hielt er den Blick dieser Augen stand. Ein Lächeln erschien auf Kriegers Gesicht, als zerrten Angelschnüre an den Mundwinkeln. »Sie schwitzen, Herr Anderson. Dabei ist es hier angenehm kühl.« »Das mag an der Situation liegen.« Krieger nickte. »Dann werde ich jetzt gehen.« Christopher wäre vor Erleichterung am liebsten in die Knie gegangen. »Ich wünsche Ihnen...«
Allerdings erst, wenn Sie mir erklärt haben, weshalb vor dem Museum ein Lastwagen steht, der Einschusslöcher hat. Christopher schluckte. Nun, in ganz Oslo wird gekämpft, deswegen... Wieder lächelte Krieger. Diesmal wie ein nachsichtiger Vater, der seinen Sohn zum 10. Mal erklärte, warum die Sonne im Osten aufging. Dann noch einmal. Warum steht ein Lastwagen vor dem Museum, der Einschusslöcher aufweist? Und warum liegt auf der Ladefläche ein Makel...